Hallo, herzlich willkommen. Wir haben hier einen HP Pavilion 17 Zoll Gaming Laptop, der absolut tot ist, der also mitten im Betrieb sich einfach ausgeschaltet hat. Zur ersten Fehlerdiagnose benutze ich hier mal so ein Labornetzgerät. Ihr seht, wenn man den anschließt, dann fließt ganz kurz Strom und geht wieder aus. Wenn ich ihn einschalten will, fließen kurz 52 Milliampere, aber das geht dann auch wieder aus. Jetzt schwankt es ein bisschen, aber letzten Endes startet der nicht. Ich zeige euch jetzt hier mal in dem Video, wie ich da bei der Fehlersuche vorgehe. Ja, ich habe natürlich auch den Akku abgeklemmt, um vor den Messungen. Und jetzt habe ich mal ganz kurz das Mainboard mit der Wärmebildkamera angeschaut. Und da ist mir aufgefallen, dass ja hier ein Spannungsregler IC immer kurz warm wird und wieder ausgeht, wie ihr das seht. Immer an und ausgeht. Hier neben dieser quadratischen Spule sitzt dieser Chip, der warm wurde. Das Ganze bildet zusammen mit der Spule einen sogenannten Abwärtswandler. Das ist eine Schaltung, die aus einer hohen Spannung eine niedrigen macht. So ein Laptop wird ja mit 19 Volt versorgt und deswegen gibt es da viele Spannungswandler, die aus hohen Spannungen eine niedrige machen. Hier musste ich dann aber noch rausfinden, ist jetzt der Chip nun kaputt, weil er warm wird? Auf jeden Fall ist nicht normal, dass das so warm wird. Oder ist dahinter ein Kurzschluss? Ich habe dann da Messungen gemacht, mit einem Messgerät gegen Masse bin ich gegangen und habe festgestellt, da ist ein Widerstandswert von unter einem Ohm, was auf keinen Fall sein darf. Das bedeutet, dass bei einer Spannung von 0,7 Volt, die ich dann hier eingespeist habe, schon 500 Milliampere geflossen sind. Hier habe ich die Leiterbahn zur Spule unterbrochen und dadurch konnte ich feststellen, liegt der Fehler im Spannungswandler oder eben ein Kurzschluss hinter dem Spannungswandler. Und das war jetzt hier der Fall. Jetzt ist es halt so nicht immer so, dass nur wenn ein Chip warm wird, der sofort kaputt ist, sondern hier war es so, dass der Kurzschluss dahinter war, also der Defekt, habe dann da die niedrige Spannung eingespeist und habe dann das Mainboard nochmal mit der Wärmebildkamera untersucht, genauer, wo es dann wirklich warm wurde. Spätestens in dem Moment musste ich das Mainboard komplett ausbauen für meine Messungen, weil man es zum Reparieren in der Regel eh immer ausbauen muss. Und siehe da, wenn wir uns das durch die Wärmebildkamera anschauen, in der Nähe des Prozessors habe ich hier ein winziges Bauteil entdeckt, das wurde auf einmal warm. Ihr seht, ich habe Spannung angelegt, sofort wurde das warm. Wenn ich die Spannung wieder unterbreche, dann kühlt es ab und so ein, das ist ein keramischer Kondensator, die gehen mal oft kaputt und der hat hier halt so einen Kurzschluss verursacht und den ganzen Laptop lahmgelegt. Hier seht ihr das nochmal in echt, jetzt hier in Größenvergleich ein Streichholz. Ich habe hier einfach von einem anderen kaputten Platine, die ich krumm liegen hatte, Kondensator ähnlicher Größe genommen. Hier seht ihr nochmal das Kabel, über das diese Spannung eingespeist wurde, die ich jetzt hier angelötet habe. Leiterbahn hier unterbrochen zur Spule, wie ihr sehen könnt, indem ich das Lötzinn entfernt habe. Und so kann man eben solche Fehler finden. Ich habe das ja früher auch ohne Wärmebildkamera gemacht. Schaut euch da mal meinen Kanal an, wenn euch das interessiert. Auch beim Handy, ich zeige ja da immer interessante Sachen. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das gesamte Mainboard. Hier also in der Mitte der Prozessor zu sehen. Links daneben ist der Grafikchip zu sehen. Und zwischen diesen beiden Chips seht ihr hier die Stelle, wo sich dieser kaputte Kondensator befand, den ich ausgelötet habe. Also mit der Wärmebildkamera findet man zum Glück solche Fehler ziemlich schnell. Deswegen würde ich sagen, ist so eine Wärmebildkamera mit das wichtigste Tool, obwohl ich es früher auch geschafft habe, teilweise ohne Wärmebildkamera das zu finden, indem ich die Bauteile einzeln erwärmt habe oder mit
Klebewachs. Das sieht man dann unter dem Mikroskop, dass das anfängt zu schmelzen, wenn da was warm wird. Das funktioniert da auch sehr gut. Hier nochmal, das ist der Arbeitsspeicher und hier mein Kabel, über das ich die Spannung einspeise. Übrigens eine Litze von einem Displaykabel von einem Laptop habe ich hier rausgepult und das habe ich an ein dickeres Kabel Eisenbahnlitze angelötet. Und der andere Pol wird halt mit der Masse verbunden, mit irgendeiner Massefläche auf dem Laptop und hier die Stelle, wo ich dann das Kabel angelötet habe, um meine Untersuchung dann vorzunehmen. Ja, also solche Fehler sind immer sehr angenehm. Wenn man so ein Gerät hat, wo am besten gar nichts geht, ist die Chance ganz gut, dass man es noch repariert kriegt. Bei anderen Fehlern, wie dass das Ding zwar irgendwie Stromaufnahmen und so zeigt und nichts weiter, kein Bild, da ist es immer schwierig, so einen Laptop dann doch noch repariert zu bekommen. Ja, also mein Testaufbau, bevor das Mainboard komplett eingebaut wird, teste ich das hier nochmal. Ich lege hier einfach diese Kühler wieder drauf, von so RAM-Modulen sind das, Kühler. Die reichen aus für einen einfachen Test. Ihr müsst halt aufpassen, dass die nicht aufs Mainboard fallen, aber durch die Wärmeleitpaste kleben die ganz gut an dem Prozessor da fest. Ja, und hier seht ihr auch schon wieder ein Bild. Der Rechner startet also ganz normal. Es fehlt halt nur die Wärmebild, die Festplatte jetzt. Hier habe ich jetzt schon die Lüfter eingebaut und jetzt übrigens eine normale Stromaufnahme nochmal. So, jetzt, wenn ihr es einschaltet, fließen dann über 1 Ampere, dann geht es kurz aus, dann wieder an. Und irgendwann sieht man dann eine stabile Stromaufnahme von über 1 Ampere, die dann aber auch wieder nach unten absackt. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber das ist dann, wenn das so einen dynamischen Stromverlauf hat beim Einschalten, dann kann man davon ausgehen, dass das Gerät angeht. Man kann statt Labornetzgerät auch ein Energiemessgerät für die Steckdose nehmen. Die CT hat da ja welche getestet, die sehr gut sind, kostet nur etwas über 10 Euro. Auch damit kann man gut Fehler finden. Ich habe es jetzt hier aber mit dem Labornetzgerät gemacht, weil es natürlich genauer ist. Aber in meinen anderen Videos nehme ich oft den Energiemesser. Hier das fertige Gerät. Abonniert bitte auch meinen Kanal, damit ihr meine Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal dann.